So, da sind wir schon wieder. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. Dumm. Dumm wie Stroh manchmal. Aber na gut. Wir brauchen natürlich Handwheel Kit from Wooden Stick. So, nehmen das natürlich in die Hand. Und machen das dann so. Und irgendwie geht dann das Feuer jetzt gleich an. Ah, hab ich Feuer gemacht. Unglaublich. Unglaublich. So. Jetzt haben wir natürlich aber nichts zum Kochen. Ich hoffe mal, dass es trotzdem so irgendwie funktioniert, wenn man das ins Feuer reinlegt. Es ging früher zumindest mal. Ich weiß nicht, ob das immer noch so geht. Es ist zumindest noch pristine. Es ging mal. Es ging wirklich mal. Wenn es jetzt gerade Damage wird, dann. Okay, ich muss es raustun. Dann nehme ich diesen. Nehmen wir einfach das hier, nehmen das in die Hand und braten es ebenso. Hühnchenbrust. Es geht auch so. Na gut, immer einfach ein bisschen warten, bis es braun wird. Dauert glaube ich so knapp eine Minute oder so. Ja, mein Überlebensgeist ist nicht so toll. Wer Angel dort jetzt mir sofort erklärt, wie es geht. Denn sie weiß, wie es geht. Mal schauen. Also ich glaube schon, dass wir in Nordwest Airfield ankommen können. Ohne Probleme. Ich glaube nicht, dass da wirklich einer großartig mich verfolgt. Okay, jetzt ist es fertig. Zurück. Hallo, aufstehen. Idiot. Oder jetzt das Wooden Stick hin, der Trottel. Oder den Long Stick. Nee, nee, nee. Jetzt messen wir das da. Wenn es heiß ist, aber wir brauchen das. Ich werde nicht mal grün davon. Gleiches Spiel. Ja, mir ist gerade heiß. Wird zwar nicht ewig halten, aber ich meine, habe ich etwas gegessen jetzt? Na komm, wird fertig. Jetzt. Erstmal auch gleich. Ja, und dann geht es erstmal weiter, hätte ich gesagt. Haben jetzt lang genug hier Zeit vergeudet. So, Gorka waren wir jetzt mit meiner Krischino. Und Krischino ist jetzt ein richtig langer Marsch. Gehe ich denn da am besten hin?
Und auf die Straße geradeaus, dann auf den Schotterweg. Gott, das ist ein langer Marsch. Das heißt, wir zurück auf die Straße runter. Und dann geht da rechts ein Schotterweg weg. Und da müssen wir hin. Wir sind zumindest nicht mehr ganz so hungrig. Aber noch lange nicht perfekt. Hier ist mehr als nichts los, nicht mehr Tiere, nichts gibt's hier. Nicht mal Menschen. Zombies gibt's hier dafür genug. Ist das der Wegweiser Kraschino sogar? Ja. Perfekt, er weist uns den Weg sogar. Jetzt sind wir mal rechts rum. Dann die zweite links. Ups. Die erste, da kommen wir zum Bauernhof. Können wir theoretisch auch. Können wir den Bauernhof ab. Aber jetzt ein Bauernhof ist es auch noch. Mal gucken. Auf jeden Fall so ein paar kleine Dinger gibt es da. Können wir jetzt eigentlich schon rübergehen. Straße da hinten so ein Rechtsknick. Da müsste irgendwo ein paar Gebäude sein. Geradeaus drüber die Straße und folgen. Und dann links weg. Das ist jetzt auch gar nicht. Sind jetzt die Wölfe jetzt schon wirklich mit drin? Experimental-Zonen waren sie drin. Falls sie sie ja nicht sehen sollen, vielleicht kann sie jemand schon beantworten, diese Frage. Also hier läuft echt fast kein Mensch hier rum. Wenn an der Küste jetzt vorhin alles voll war, obwohl da nicht so viele Spieler drauf waren, ist da echt viel los gewesen. Türen, da war ich schon immer da. Ich war hier schon so lange nicht mehr. Ich kann es nicht sagen. Der linke Turm kommt irgendwie neu vor. Der rechte hätte jetzt gesagt, okay, es ist jetzt vielleicht normal. Jetzt hätte ich gedacht, da wären hier ein paar Gebäude. Das sind jetzt die zwei Türme. So, das ist wie eine das ist die Radiostation wahrscheinlich. Schauen, vielleicht gibt es hier was zum Anfangen. Da kommt vielleicht nicht jeder vorbei. Wenn es hier was zum Fressen gibt, dann habe ich es bestimmt gefunden, aber. Ne, schaut nicht so aus.
Ich mache hier noch nie. Stimmt die Radiostation. Zumindest so Radiofunkmasten. Was gibt's hier? Ah, das ist vielleicht die Radiostation an sich. Das könnte die Radiostation sein. Altar. Was sind wir hier? Wir sind in Altar. Ups. Das ist ein Hühnchen irgendwo. Aber wenn ich streichelte, dauert mir das einfach zu lang. Jetzt kommt's weg. Egal. Naja, auch wenn es langsam läuft, ich will jetzt in der Hinsicht nicht so viel Zeit vergeuden. Search for Stones, okay. Will ich aber nicht. Benzinkanister. Ich meine, nie eine Radiostation. Blauer Rucksack, Angelhaken, lila Rucksack. Was ist das hier? Leather Swimming Kit. So, neues Gebäude für mich. Auch wenn es schon seit 060 gibt. Schon irgendwie nice, aber kann man da auch wirklich was machen? Wahrscheinlich nicht. Ziemlich schäbiger Raum hier. Gibt's auch irgendwie rein gar nichts. Oh, man kann hochklettern. Da kletter ich gleich mal hoch. Lass mich hier noch gucken. Gibt's auch rein gar nichts. Wo sollte man hierher kommen, wenn es gibt? Draußen ist alles voll. Hier drin gibt's gar nichts. Okay, was ist jetzt hier? Kann man hier was machen? Satellitenschüssel ausrichten, Stromkasten irgendwas machen. Ja. Warum sollte man hier großartig hierher kommen? Wenn man eh nicht viel machen kann. Ich gar nichts. Sinnlos. Echt nochmal sinnlos. Aber gut, okay. Was wollen wir machen? Oh, Green Assault Backpack. Ausgezeichnet. Den nehme ich gleich mal mit. Web. Auf 1. Das war auf 2, aber für 3, auch wenn ich da noch keine Munition habe, und war für 4. Bin wenigstens etwas getarnter als auch gerade eben. Ich möchte mal gucken, ob da oben auf dem Turm was ist. Was man unten sieht. Schaut aber nicht so aus. Na gut. Die Reise nach Grishino geht weiter. Wölfe sollen ja jaulen. Das heißt, wenn die Wölfe in meiner Nähe sind, mache ich das weiter weg. Ich habe es mir so auf den Experimental-Servern so gesehen. Dann
sollte man das auch deutlich hören. Wir müssen jetzt links rum den Weg hier folgen. Muss ich selber mal kurz gucken, wie weit. Okay, rechts, dann links und dann den Weg quasi folgen. Dann kommen wir direkt in Crescino raus. Okay. Klingt nach einem Plan. Oh, drin ist ganz schön neblig auf einmal. Hä? Wieso das? Soll ich die ganze Zeit nicht ansatzweise mal neblig und da hinten ist jetzt richtig Dunst. Ein Zeichen? Glaub ich nicht. So, jetzt können wir hier abkürzen. Das ist jetzt eh rechts. Quasi den Weg da hinten weiter folgen. Ich habe noch keinen Helicrosser gesehen. Ich habe jetzt zwar absichtlich jetzt meine Karte jetzt mal da abgestellt, weil mich sonst das ein bisschen irritiert. Ich weiß gar nicht, wie viele hier schon vorbeigekommen sind, wo einer sein könnte. Umso näher mir ins Airfield kommen, umso mehr kommen da auch. Aber wir schauen so ein bisschen ziemlich verpixelt komisch aus, muss ich sagen. Aber okay. Wir wollen nicht ganz so hart in der Kritik sein. An sich ist es ja schon gut, aber so wie vorhin, man schmeißt die Waffe weg. Die versinken im Erdboden. Geht aber gar nicht. Also in einer halben Stunde möchte ich eigentlich am Nordwest-Airfield sein. Und mal gucken, was da los ist. Busch reingerannt. Das passiert, wenn man mal auf die Karte guckt. Wir müssen uns eigentlich nur noch hier auf der Straße halten. Dann kommen wir direkt dorthin, wo wir hinkommen wollen. Die Crescino. Es geht immer den Weg nach rechts weg, den müssen wir eigentlich gekonnt ignorieren. Jetzt nicht alles für eine Kuh geben. Wildschweine soll es ja auch geben, wenn ich richtig informiert bin. Aber ich muss jetzt noch, wie gesagt, Rehe, Kühe, Hasen, eine Ziege. War das eine Ziege oder war das ein Schaf? Ne, es war eine Ziege damals. Wo Angel erschossen hat. Da vorne sehen wir schon Crescino. Und dahinter befindet sich dann das Airfield. Also in Crescino könnte schon etwas mehr los sein. Hier an dem Bauwagen. Machen wir mal kurze Rast. Schauen wir doch mal, wie viele Spiele hier online sind. Oh, ist doch schon was. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18. Das sind gut fast 30. Also ich erwarte im Airfield auf jeden Fall Krawall und Gegner. Ein Kompass, brauche ich den jetzt wirklich? Nee, ich kann ihn mal mitnehmen. Auch wenn ich ihn eigentlich gerade gar nicht brauche. Aktuell habe ich die Orientierung von Crescino aus. Ich habe mich schon mal verlaufen zum Airfield. Man mag es nicht glauben, obwohl es eigentlich quasi direkt hinter der Stadt ist oder hinter dem Dorf. Einmal quasi ums Airfield drumherum gelaufen und auf der anderen Seite drauf gelaufen.
Und man sieht ja echt keine Tiere. Ich weiß nicht, wo die zurzeit sind. Oder wo es die vermehrt gibt. Gibt es die mehr im Norden noch? Also noch weiter im Norden? War eigentlich vom realistischen. Oder vom Realismus her müsste es hier eigentlich auch schon Tiere geben. Irgendwie auf so einer Weide. So was das. Vielleicht habe ich mich auch gerade ein bisschen getäuscht. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. So, und da hinten, da oben auf dem Berg, da hinten sieht man noch die Straße. Da müsste es eigentlich, wenn ich jetzt richtig. Muss ich mal gucken, da müsste es eigentlich zum Airfield gehen. Oder? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Die Straße führt nicht so direkt zum Airfield. Hinten ist das Waldstück. Und links davon. Man müsste eigentlich sogar hier so ein bisschen sehen. Wahrscheinlich ist es da hinten der Anfang zur Landebahn. Also, da bin ich nicht so sicher. Bin ich mir nicht so sicher. Gut. Auf nach Crescino. Hätte ich jetzt mal gesagt. So, jetzt mal ein bisschen anspruchsvoller. Auf mal rein, einmal mal reinrushen. Da kann man doch bestimmt jetzt auch hier in die Kirche rein, oder? Nö, leider nicht. Ja, gibt's auch keinen Hintereingang. Da ist die Polizeistation, davon läuft ein Zombie. Da laufen ganz viele Zombies. Crescino, da kann ich mich auch an eine Szene ganz gut erinnern. Aufnahme überhaupt Nummer 1 von DC, die da endlich mal gelungen ist. Die kann man auch auf meinem Kanal sehen. Als wir von Zombies eingekesselt waren hier in diesem Dorf. Da war die Grafik noch recht schlecht bei mir. Küchenmesser. Nehmen wir mal mit. Ich habe zwar ein Steakmesser, aber nehmen wir es gerne mit. Ein Sweeney-Kit brauche ich nicht. Es müsste auch so Tricks geben, wie man Zombies vielleicht so ein bisschen verarschen könnte. Austricksen. Das wäre zumindest nice. Aber leider. Ich glaube nicht wirklich vieles. Ein bisschen rumschleichen, das hilft schon. Man kann auf eine etwas nähere Distanz rankommen. Haben wir ein Küchenmesser? Machete. Ich glaube, ich suche echt mal die Häuser ein bisschen durch. Es kann auch sein, dass viele Crescino links liegen lassen. Und einfach aufs Airfield drauf rushen, weil hier gibt es echt was zu finden. Ich bräuchte
drei Büchsen Spaghetti oder Bohnen oder irgend sowas. Apropos Bohnen, ich habe noch welche zu Hause. Muss ich mir mal machen. Splitteraxt. Naja, Swap. Lieber die Splitteraxt dabei. Da kann ja auch diese kleine Handaxt mal liegen lassen. Die Hatchet. Ich habe wieder Platz im Inventar. Okay, müssen wir hier rein. Bier. Besser wie nichts. Nährstoffhaltig. Sollte den Hunger etwas senken. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Hat viel Kalorien. Da ist leider nichts drin. So, da unten die Häuser nehme ich jetzt erstmal noch nicht mit. Ich gehe jetzt mal ins Dörfchen. Ich weiß nicht, warum es hier solche Türme gibt. Vielleicht kann jemand mir das erklären. Von euch, ob die irgendeine Bedeutung haben oder ob das einfach nur so, ja, einfach nur so als Dekoration dienen soll oder vielleicht sogar auch als Hinweis, dass hier ein, ja, ich komme nicht raus, dass hier für die Flugzeuge, dass hier Wohngebiet ist, dass die hier gewarnt werden. Wie gesagt, das ist hier komischerweise nur so in der Nähe des Flughafens. Aber anders habe ich das jetzt wirklich nicht beobachten können. Also eine Hühnerbrust wird man nicht wirklich satt. Lieber habe ich eine Rind oder so. Saftiges T-Bone Steak. Ich glaube, da hat man mehr davon. Polizeistation wird sich zum Futtern geben. Also auch hier in Krishina, es ist nichts los. Es ist nichts los. Keine Spieler. Ohne Rucksack. Wieder ein Anglerhaken. Das ist, glaube ich, so auf das Maß, wo so Anglerhaken drin sind. Der Rucksack ist so instamäßig. Im Hintergrund ist noch nicht Silvester. Wahrscheinlich haben schon die ersten ihre Böller gekauft. Und schon gibt es sie schon seit heute. Oder man hat die vom letzten Jahr ausgekramt. Kann natürlich auch sein. Boah. Essen. Draußen läuft schon jemand etwas schneller hier rum. Ja, ich habe den irgendwie getriggert. Wie, ist mir jetzt zwar gerade ein Rätsel, aber ich habe ihn getriggert. Das Dumme ist halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich laufen muss am besten. Aber ich glaube, ich verliere ihn. Das ist ein Zombie, der jetzt nicht so flink ist. Auch wenn eine Animation so schnell, richtig schnell rennt. Hier wurden wir auch mal angeschossen. Hat er nachgelassen?
scheint so. Okay, ich bin jetzt irgendwie durch Krishino durch. Ich bin jetzt an der Tankstelle. Ich kann jetzt rechts. Also quasi darüber quer hinlaufen. Da führt auch ein Weg. Weg. Bringt aber nicht viel. Ich muss so quer rüber Richtung Wald. Und seit der Wald, was hier in der Tankstelle ist, da muss ich einfach durch. Da komme ich genau im Airfield raus. Jetzt wird es nochmal ernst. Letzte Mission, Nordwest Airfield. Krishino war mir jetzt, da ist kein Mensch. Mal gucken, was uns hier erwartet. Der Tod vielleicht? Fragezeichen. Dann leuchtet es oder sind es auch nur Bäume? Macht einer. Es sind wirklich nur die Bäume. Ich hoffe mal, ich laufe jetzt gerade richtig. Wenn ich mir nach der Karte gehe, hatte ich eigentlich meistens recht. So. Da hinten sind wir schon die Mauern zum Airfield hin. Down to Reaction. So sehe ich halt ein bisschen mehr. Also mehr Zombies wie sonst sind ja auch nicht. Warum ist da oben einer? Nee. Ich habe jetzt natürlich auch kein Fernglas dabei. Mm-hmm.
Kanada. Aber hier waren schon genug Spiele. Oh, was ist das hier? Ja. Ach, wisst ihr was? Komm, wir provozieren es einfach mal. Alter. Ist alles voller Zombies. Ich nicht. So, Zombies. Alter, hier ist alles voll. Ich will gar nicht wissen, wie es hier in der Zeltstadt aussieht. Eigentlich schon, aber... Ich weiß nicht, wie das jetzt halt so abläuft mit dem Spawn der Zombies. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie jetzt immer wieder neu spawnen. Und so weiß man nie, ob es schon einer war oder eben nicht. Ignoriere jetzt mal bewusst hier alles. Ich will mal gucken, ob ich hin auf die Zeltstadt komme. Oder aufs Zeltlager, Zeltstadt kann man nicht sagen. Okay, Optik ist hier. Fire Station. Schaut zumindest im ersten Eindruck safe aus. Was die wirklich ist, können wir nie wissen. Schon alles.
ist alles leer. Kann auch gut sein, dass hier wirklich alles leer geballert ist. Wenn ein Schuss fällt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir damit gemeint sind. Ist nichts mehr zu holen. Ja, wir gehen hinten rum. Ganz so offen will ich dann auch wieder nicht. Bin so schon offen genug hier durch. Ist wieder alles voll. Alter. Wo könnte denn auch diese Fliege überhaupt spawnen? Das würde mich auch sowas von interessieren. Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo im Airfield sein wird. Denke ich mal, oder Airstrap. Wenn er denn schon, wie gesagt, drin ist. Das ist ja jetzt die Frage. Wir laufen sehr zielorientiert Richtung Zeltlager. Ich warte eigentlich darauf, dass der erste Schuss fällt. Ein bisschen verändert, oder? Ein bisschen auf jeden Fall, glaube ich. Weiß ich auch nur, dass es hier ein bisschen eingezäunt ist. Ja, doch, hat sich schon geändert. Da gab es ja früher keine Straße hier rüber, was? Alles schön aufgemöbelt. Nicht schlecht. Oh, die AK-74U, ich nehme die jetzt nicht. Wie gesagt, das ist jetzt eigentlich nur so als Test. Hier mal drüber zu run, zu rushen. Mal zu gucken, was es hier gibt. Hier gibt es Container. Die ganze Zeit, dass es immer hier Peng macht, aber. Ich glaube, ich bin sogar gerade Glück und es ist echt kein Mensch hier. Jungs und Mädels, ich höre Kühe. Kann man doch jetzt ernsthaft sein, dass hier auf dem Airfield Kühe sind. Wow! Schuss und tot. Ah, die Kühe haben mich irritiert. Ah, scheiße. Das war wohl eine AK. Man hat die Schüsse zwar nicht gehört, aber man hat es im Zu gehört. Ja.
Ja, da machen wir gleich mal Exit. Also, Kühe gibt's, außer es war sowas wie ein Ablenkungsmanöver, aber ich glaube, die gibt's wirklich. Hier in Nähe des Airfields, hier nochmal China Hackeball. Wir sind tot. Es hat mir Spaß gemacht, auch wenn man es mir nicht so immer angehört hat. Euch auch mal die 61er-Version gleich noch mitzuzeigen. Ja, 61, die letzte Folge dieser ersten Staffel. Also als Special-Folge dann auch noch gleich gemacht. Die Folgen, was dazwischen drin waren, sind leider nicht so wirklich geworden. Zu viel Hintergrundgeräusche. Ja, das jetzt konnte ich leider nicht so richtig rausfiltern. Aber ich hoffe doch, dass wir uns bald wieder sehen mit der zweiten Staffel, die dann sicher etwas besser wird. Vielleicht kriegen wir sogar noch den einen oder anderen Spieler noch dazu. Hab da ein paar Leute kennengelernt, die da vielleicht willig sind, da mitzumachen. Das wäre auf jeden Fall nice. Würde mich sehr freuen, wenn wir dann zu dritt oder zu viert durch die Wälder ziehen. Und dann sind wir da auch etwas safer. Wie gesagt, ihr habt es gerade gesehen, er wird komplett neu umgestaltet, was jetzt hinten raus das Zeltlager betrifft. Ich denke mal, auch dadurch, dass jetzt wieder viele verschiedene Waffen auch auf der gesamten Map verteilt sind, wird es dann nochmal ein bisschen besser. Mehr PvP zum einen, aber auch dadurch, dass die Zombies aggressiver sind, schneller sind, nicht so locker lassen. Eigentlich so gut wie gar nicht locker lassen. Auch wieder mehr Zusammenhalt vielleicht kommen. Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe, das wird auch so sein und ja, lass uns mal abwarten, die Wölfe und so weiter. Ich schätze mal, dass wir Februar, März mit der zweiten Staffel starten können. Müssen wir mal gucken, wann es wirklich soweit ist. Es sind ja noch ein paar andere Projekte. The Forest wird jetzt anlaufen, bald mit den ersten Aufnahmen. Die erste Aufnahme war leider nicht so toll. Aber ja, gab es ein paar Probleme mit TS und so weiter. Und da sind noch ein paar andere Spieler dazugekommen, da, ja, es war nicht so toll. Hätten wir ein bisschen anders machen können, machen müssen. Wir haben auch bei der nächsten Aufnahmesession versuchen wir eins noch tun. Dead by Daylight, da wird jetzt auch noch mal zu Silvester, ja, 1. Januar, was Neues kommen. Bin leider nur zum Schneiden gekommen. Aber auch da wird es jetzt mehr Videos geben. Ja, der Kanal lebt jetzt langsam wieder ein bisschen. Kommt jetzt auch darauf an, wie es natürlich in der Arbeit so bei mir läuft. Ein bisschen stressig gewesen in den letzten paar Wochen. Jetzt habe ich mal wirklich 2 Wochen Urlaub gehabt, wo ich auch ein bisschen Kraft wieder tanken konnte und auch wieder ein bisschen Zeit finden konnte für Let's Plays. Ist leider so jetzt nicht mehr in der Ausführung ganz so machbar. Wie noch im August, September, Oktober. Da kamen dann noch ein paar Videos mehr raus, aber jetzt zurzeit ist so ein bisschen der Hänger drin. Wird aber hoffentlich wieder deutlich besser, dass ihr auch wieder mehr Videos bekommt. Ich bemühe mich auch, ein paar Videos wenigstens pro Woche rauszuhauen. Auch wenn es mal nur vielleicht eins ist oder zwei. Seid nicht ganz so hart mit mir. Ich bin nur ein kleiner YouTuber, ich mache so nebenbei so Spaß und möchte halt gerne ein paar Leute vielleicht damit unterhalten, ein paar Leute vielleicht glücklich machen, vielleicht auch mit euch, mit dir oder mit dir zu spielen. Und ja, ich sage jetzt erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, auch wenn nicht viel los war und wir zum Schluss dann jetzt dann doch gestorben sind auf dem Airfield, dass da noch irgendwie so halbwegs unterhaltsam auch über meine Blödheit vielleicht ein bisschen gelacht oder die Hand vom Kopf geschlagen, weil ich das vorher wirklich angekriegt habe, wo ich eigentlich schon alles hatte, was ich brauchte. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. DayZ wird, wenn es kommt, die zweite Staffel, die wird auch kommen, regelmäßiger laufen. Ich denke, da ist wieder die alte Zeit zurück, 2 Folgen pro Woche. Vielleicht auch 3, es kommt darauf an, wie viele Folgen oder wie viele Sessions wir aufnehmen können. Ich würde aber eher an die 2-mal pro Woche festhalten, an die D-Tage, Dienstag und Donnerstag. Und wir haben, wie gesagt, jetzt For Forest und Dead by Daylight. Und damit denke ich jetzt die nächste Zeit mehr kommen. Bis dahin sagen wir Ciao, Servus und Ade.
dann in der zweiten Staffel auch wieder mit Angel und vielleicht den einen oder anderen neuen. Bye bye.